Ey, wei, 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 Leute, was geht? Auf jeden Fall, ich grüße euch hier ganz gediegen aus der Hood 63 Rottgau. Heute mit dabei, erste Folge übrigens mit dem Nackenkissen hier von Elevate. Kein Sponsoring, also wenn Elevate mich gerne sponsern würde, kein Problem. Und noch ein Mystery-Gegenstand, das mache ich, ist jetzt einfach Ritual geworden. Seit letztes Mal waren es die Pringles auf Untergrund. Heute besonderer Gegenstand. Der Fraport Basketball, Mini-Basketball, den man bekommen hat, wenn man Körbe geworfen hat vor einem Spiel. Genug von meinem dummen Gelaber erstmal. Pietro Mangiare ist dabei, was geht? Was geht? Genau. Und heute, Kalin, hast du erstmal was, was du loswerden möchtest, bevor wir anfangen? Nee, passt alles gut auf jeden Fall. Passt, okay. Also heute, man sieht es schon im Hintergrund, wir talken ein bisschen über Champions League Spieltag. Der Gruppenphase. Das werden wir jetzt so über die Spieltage, das wird jetzt immer kommen, zu jedem Spieltag. Wir werden jetzt auch, ich zeige es mal hier, boah, Krise. Ich muss hier auswählen im Hintergrund. Warum geht das jetzt nicht? Aminek. Warum geht denn Aminek. nicht diese? Ah, hier. Genau, ich habe im Word-Dokument angelegt, also ich belege einfach. Und hier sind die Spieltage drauf von allen. Also der komplette Spieltag 2, die Spiele hier. Und wir werden die so ein bisschen tippen auf jeden Fall. Mal sehen. Und dann nächste Folge, wenn wir die nächsten Spiele uns anschauen werden und so, können wir ja mal gucken, wer so näher dran war mit den Tipps. Hier geht es um nichts außer um Ruhm und Ehre und Fußballwissen. Also ja. Makala, Bruder. Einfach zum Spaß und zur Orientierung und zu dem Zu Zweck. Spaß, zu Freude. Genau, und halt nur, weil wir nochmal ne, Milan und Juve natürlich fertig machen wollen. Das ist klar. Elnorm. Ah doch, ich wollte noch was sagen. Ich wollte Juve zum ersten Saisonsieg gegen Spezia gratulieren. 3-2. Haben sie ganz, ganz, ganz krass noch über die Zeit gerettet, das Ding. genau. Okay, also. Also wir wollen jetzt hier mal nur so sagen, wir nehmen uns jetzt nicht jedes Spiel einzeln vor, weil wir wollen jetzt nicht mal so eine halbe Stunde Aufnahmen machen, haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Sondern wir picken uns so ein, zwei Spiele, also so drei, vier Spiele vielleicht insgesamt raus, über denen wir vielleicht ein bisschen Genau. genauer eingehen, so, oder zu jeder Gruppe so eine Schlüsselpartie von den beiden. Ja, moin, bleibt ja viel Auswahl. Aber ja, schauen wir mal, wie wir es machen. So, Cousin, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit der Mit? ersten Partie. Und Ja. zwar ist das Donetsk gegen Inter alle direkt als erstes? Genau. Ja, aber Kasim, was soll ich hier sagen? Alle ist auf jeden Fall eine schwierige Partie, Kappa. Ich Ja. lasse lass hier gerne den Vortritt hier als. Du bist ja wie ein Gast praktisch auf dem Kanal. Also ich denke auf jeden Fall, es wird ein schweres Spiel so in der Ukraine, dies, das, Ananas. Ich würde sagen, Inter spielt eigentlich relativ gut, sind ein bisschen anfällig, aber ich denke, die werden das erste Mal, glaube ich, okay, nicht das erste Mal, aber das erste Mal in dieser Champions League-Saison werden sie zu Null spielen und ich denke, sie werden 2-0 gewinnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es schon ein zähes Ding wird, wie so ein zähes Stück Fleisch, was ekelhaft ist, was du wieder ausspuckst und so, ist schon ekelhaft, was soll ich dir sagen, aber wie so ein Zahnarztbesuch, aber ich glaube, es wird ein 2-0, aber beide Tore fallen erst in der zweiten Halbzeit. Ja, auf jeden Fall, ja, wird ein sehr, also Inter auf jeden Fall noch eine Rechnung offen mit Donetsk, darf man nicht vergessen. Aber ja, ich gehe eigentlich so, ich weiß nicht, boah, es wird Krise. Ich glaube, wir fangen uns halt dumm eins, ne? Aber ja, mal sehen, wird wirklich ein sehr enges Spiel, glaube ich, irgendwie auch. Weil so in Donetsk ist so ein, also ich war, oder wo auch immer die spielen, wird ein richtig ekelhaftes Spiel halt. Wegen Krise. Ich weiß gar nicht, für die Gruppe ist noch Real Sheriff, ne? Eigentlich, also, wir können ja mal, warte, ich habe hier die Tabellen auch noch offen. Ja, also Donetsk und Inter beide ein Spiel verloren, darf man auch nicht vergessen, das erste. Also wer hier das Spiel verliert, der ist auf jeden Fall sehr im Loch drin, ne? Also Elnor. ich würde jetzt, also du hast was getippt? 2-0, ne? 2-0 Inter. Final. Handicap. 1. X116. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, mit was gehe ich. Ich gehe, glaube ich, mit einem. Ich glaube, wir werden Tore schießen. Ich gehe mit einem verrückten 3 zu 1. Elnor. Gehe ich.
selbe Tordifferenz an sich, aber ich glaube, wir werden es halt dumm einfangen, ist das Problem. Ja, Denkst du? irgendwie schon, alle. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl einfach. Ja. So, das nächste Spiel, Kasan, ist noch Krise. Wie sieht ja die Tabelle aus? Beşiktaş gegen Ajax. Come to Haaland. Was? Come to Beşiktaş Kommt zu Beşiktaş, alle. Ja, ich glaube, er wird nicht kommen. Aber wer weiß, alle. Verletzungen vorgetäuscht, vielleicht auf dem Weg in den Flieger aber heute. in Urlaub kommt er. Im Urlaub kommt er, alle. Im Urlaub kommt der Chill mit Balotelli, alle. Easy. Auf Hast gesehen, jeden der hat zwei, der hat zu Tor gemacht gegen Beşiktaş, ne? Fall. Ja, ich weiß. 76. oder so. Ich hab's natürlich Schwere gesehen mit Tour. dem provokanten Jubel. Ja, man, geil, gell, weil der Trainer gesagt hatte, über ihn hätte nichts im Kopf und so. Ist so geil, Balotelli. Hat er irgendwie ein bisschen recht, aber. Ah, kann man so auch nicht sagen, ne? Ja, okay, so. Ich weiß, also Schlüsselpartie, die Beşiktaş halt verloren, muss eigentlich, um im Rennen noch zu bleiben, auf jeden Fall jetzt gewinnen gegen Ajax, aber Ajax ist immer sehr schwierig, dagegen zu spielen halt, ne? Ich weiß Finnisch. gar nicht. Also, ist jetzt noch keine Partie, wo wir eigentlich näher drauf eingehen müssen, sage ich. Also, ich weiß nicht, um da jetzt mal ein bisschen voreingenommen zu sein. Ich meine, Beşiktaş spielt auch auswärts und irgendwie die Türken auswärts sind immer so schwach. Ich mach's ganz trocken. Ich glaube, das wird ein. Boah. Ich sag ganz ehrlich, das wird ein ganz verrücktes, Leute. Ein ganz verrücktes 4 zu 2 wird es. Für Ajax. 4 zu Hier zwei 2. Fragen. 4 zu 2 für Ajax. Zu Hause in der Johan Cruyff Arena, glaube ich, schießen die. Ja, schießen die ab. Hat er stimmt, gell? Ja, ich denke auch, ich denke Ajax gewinnt, aber ich glaube, es wird so ein 2-1. Nein, Grüße gehen raus an Hugo Betrugo Toni an der Stelle. Einfach mal 2-1 tippen. Einfach mal 2-1 aufs Tor. Okay, Kasernal, das nächste Spiel. Es wird schnell Durchlauf, Leute. Wir sind hier ganz flink unterwegs. Wir haben eine Mission, alle. Zwei Männer auf einer Mission. Kasernal, nächstes Spiel. Real Madrid, Sheriff Tiraspol. Tiraspol, sorry. Mann, Kasim, unfassbar. Das wird ein sehr interessantes Spiel, glaube ich, aber. Also, ich werde es nicht gucken, aber es wird sehr interessant, glaube ich. Wird echt interessant. Ich glaube, das wird ein 1-1. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch so eine 1-1-Vision. Aber ich glaube, die Vernunft in mir sagt, es wird ein 0-2 für Real. Nee, 0-2. 2-0. Ich spiele zu Hause Real. Ich denke, es ist Real gewinnt 2-0. Ja, zu Hause, Digga, gegen Sheriff Tiraspol. Ist schon möglich, glaube ich. Schwierig, schwierig. Ja, Digga, aber die haben natürlich auch gegen die beste Mannschaft Italiens gewonnen, Real. Darf man nicht vergessen. Auch wenn es zwar nicht verdient war, aber sie haben gewonnen. Sie haben es geschafft. Die Leute Okay. reden wieder von Real. Ja, mal. Wieder nach 3 Jahren. Und das letzte Mal war es halt nur, weil Ronaldo gegangen ist. Ich habe mal alles sonst Probleme. So, okay, Kasim, ich glaube, jetzt ist das erste Spiel, wo man ein bisschen eher ein. Ja, ich weiß nicht. Milan gegen Atletico, Abschaum gegen. Spielt Milan in der Champions League oder was? Was? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, da ist ein bisschen Geld geflossen, Erstmal Mal glaube seit ich. 10 Jahren, Brate. Erste Mal, ja. Und das letzte Mal sind die da über die Antonio Conte Phase hinausgekommen? Ach, niemals, Digga. Obwohl, kann schon sein, damals vor 10 Jahren, Alter. Mit Kevin Prince Boateng, mit dem jungen Guten. Na, Grüße gehen raus, aber hat er heute gut gecoacht beim 6-0 in Leipzig. Auf jeden. Ihr kann es nicht, ich kann, also ich weiß nicht, wollen wir da ein bisschen näher drauf, also oder ein bisschen mehr Details besprechen und so, wer wie unter Druck steht, oder wollen wir es einfach dabei belassen, dass Atletico Milan abschießen wird? Aber ich finde, da muss nicht viel reden. Ich meine, Ding wird 3-0 gewinnen, alle Atletico fertig, alle. Da gibt es bessere Spiele, um drüber zu reden. Ja, das stimmt wirklich. 3-0 sagst du. Ja. Ja, ich halte mich fest, Digga. Ich gehe mit dem verrückten Tipp. Ich sag, es wird 5-1. Ich sag's so, wie es ist. 5-1, Digga. Nee, 1-5. Ach, Digga, ich muss mal lesen, Alter. 1-5. 1-5. Genau. Denkt Milan schießt ein Tor, oder was? Ja.
Eine Was? Okay. 94. oder Ist der jetzt? so. So ein Wo ist der Fall? Abpraller. Ja, es wird geglaubt, Katrin. Denk an meine Worte. 5-1 ist ein wilder Tipp, aber Griezmann wird mal wieder heiß laufen nach 4 Jahren. Das, Easy. ja, das ist eine ganz wilde Prognose Ich hier, habe Katrin. gedacht, der spielt nur noch Fortnite, alle. Ja, Digga, nein. Spielt er auch noch Fußball Der aktiv? spielt wieder Fußball, ja. Und jetzt auch wieder Aber. FIFA, weißt du? Nachdem er sich selber gezogen hat, weißt Ja, aber ist er wirklich Dings? Ist er wirklich auch fit? Weil er war doch letzten Spiele gar nicht in der Aufstellung, oder? ja, aber egal, er wird Tore schießen. Okay, Selbst wenn er Mann. nicht fit ist. Inshallah, Bruder. Inshallah. Okay, ja, I say. So, nächstes Spiel. Ist eigentlich, warte, das war, also wir wollen jetzt mal nur kurz sagen, ich will es nur mal kurz erwähnen, falls da Milan-Fans draußen sind. Also wenn Milan das Spiel gewinnt, sieht sehr schlecht aus für sie. Weil 0 Punkte nach 2 Spielen. Du meinst, wenn sie es verlieren? Du hast gerade gesagt, wenn sie es gewinnen, weißt Wenn sie es verlieren natürlich. 0 Punkte aus 2 Spielen, das kennt man sonst nur aus der Zeit von Inter, wo Antonio Conte da war. Sieht schlecht aus für Milan dann, glaube ich. Aber ich will da jetzt auch kein Salz schon jetzt in die Wunde streuen, bevor dann nicht irgendwie Spiele gespielt worden sind. werden Deswegen schon, die werden schon. halte ich mich da erstmal bedeckt. So, okay, Katrin, nächstes Spiel. Haaland kommt zu Beşiktaş gegen Sporting Lissabon. Die Geburtsstätte von Cristiano Ronaldo. Mäßig. Die Frage ist halt, ob er spielt, gell, der Haaland jetzt. Man weiß ja gar nicht, was mit ihm ist, alle. Der war einfach nicht dabei, Leute. Einfach so, ohne dass bekannt wurde. Rest in Peace. Vielleicht Ich ist meine, er wir wollen Wechsel ja. für Beşiktaş. Ja, genau. Also, auf jeden Fall, Rest in Peace an alle, die Haaland für 70 Millionen in der Kickbase-Mannschaft haben. Also, an der Stelle wollen wir mal Max grüßen. Er hat sich eigentlich unbedingt gewünscht, dass wir ein Kickbase-Video machen. Aber, Max, tut mir leid, wir sind da in der Materie jetzt nicht so drinne, wie die Leute, die Livestreams machen, wo man fragen kann, welche Spieler man kaufen kann, weißt Ja, aber das machen du? wir bald auch, Alter. Das machen wir bald, glaub Aber. mir. Wir können dir sagen, Max, ich schaue jetzt in die Kamera. Also, ja, was soll ich dir sagen? Kruso Ich oder empfehle dir auf Grifo? jeden Fall, meine Prediction ist Grifo morgen, Digga. 421 Punkte, 2 Tore und 2 Assists. Freiburg gewinnt 4-1 und mein Ja. Spieler wird nicht MVP. Und auf jeden Fall auch immer ein guter Call, Spieler überteuert zu kaufen. Ja, ein bisschen mehr musst du immer drauflegen. Also 40 Millionen mehr, weißt du, das geht immer. Das kann man mal machen. Kannst du alles machen, Alter. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, Alter. Ich kaufe mir jetzt erstmal den Dings, Alter. Ja. Wenn er auf den Transfermarkt kommt, ein Gnabry, aber der kommt irgendwie nicht auf den Transfermarkt, die ganze Zeit ist schon traurig. Wir haben ihn erst verpasst, aber gut, wir wollen halt, ne, Kickbase bekommt vielleicht irgendwann mal. Wir müssen uns jetzt erstmal in die Materie dieses Jahr einfuchsen und danach sind wir am Dieses Start. Jahr wird kein leichtes sein. Dann Aber werden wir. Ja, jetzt kommen die guten jetzt Spiele, kommen die guten. Digga. Ah, was ist dein Tipp? Was ist dein Tipp? Für Dortmund. Dortmund gewinnt 3-1, Digga. Frag mich nicht warum, aber ich 3-1. glaube, die gewinnen. Ich sag, Dortmund gewinnt zu 1-0. Ich glaube, Moukoko trifft erst. Hat der Champions League schon mal getroffen? Nee, ne? Moukoko? Ja, der hat ja heute Stamm gespielt. Ich glaube, der trifft erst mal Champions League diesmal. Ja. Oh. Yalla! Ich ändere meinen Tipp, ich sag 2-0. Ich habe mich kurz unentschieden. No, no. Ich glaube doch zwei Dinge, weil die zu Hause spielen, habe ich mir gerade nicht aufgefallen. So, okay, Kasen, Okay. jetzt das erste Spiel, wo man mal drüber reden kann. PS Money G gegen Man Money Chester City. Das Cashico. Das Duell der Scheiße. Cashico, Digga. Ja, Nehmen. Digga, ganz ehrlich, Real Talk, Digga, fang du an. Ja, also auf jeden Fall, ich meine, wir. Also eigentlich, das wäre wieder so ein Spiel wie HSV gegen Schalke. Da wünscht man sich, dass es zwei Verlierer gibt. Aber leider kann es leider so nicht passieren. Also es gibt natürlich zwei Ausgänge, wie ich mir dieses Spiel gerne wünsche. Der eine wäre, dass es so ein richtig uninteressantes Fußballspiel wird, so beide zwei Schüsse und null Torschüsse, beide Teams, sonst 0-0 ausgeht einfach. Somit für eine Mannschaft so 90% Ballbesitz, das würde ich mir gönnen für so ein Spiel, also richtig scheißes anzuschauen. Und natürlich mein absoluter Wunschausgang aber wäre, dass Manchester City PSG richtig abknallt, so richtig schönes 6 zu 1, das würde ich mir wünschen. Aber ja, es wird ein sehr schwieriges Spiel für Paris Saint-Germain. Sie durchleben gerade eine schwierige Phase. Ich meine, Cousin gegen Montpellier spielen sie gerade in der Liga. Bist du aufgenommen? Könntest du mir bitte einmal den Zwischenstand sagen?
Leider 2-0 ausgegangen, ist vorbei. Wer hat die Tore geschossen? Natürlich I Grande, Julian Traxler und Gay, Idrissa Gay. Ja. Hat Messi gespielt? Nee, ist ja Nee, verletzt, ne? Messi ist verletzt. Ach, Icardi wurde in warte der mal. 88. eingewechselt und Dings und Navas war wieder im Tor. Der Aber wechselt nicht viel, Alter, der Dings, der Pochettino im warte. Torwart. Warte mal. Ist Messi auch verletzt für die Champions League? Bestimmt, oder? Ja, wenn er jetzt mit Knieproblemen ausfällt, man weiß es noch nicht, aber ich rechne schon damit, aber Ja es gut, wird auch aber keinen Unterschied machen. Der ist ja eh kein Faktor bei der Mannschaft. jetzt müssen wir halt gucken, weil jetzt schätze ich PSG eigentlich wiederum ein bisschen stärker ein, wenn Messi nicht dabei ist. Ja, okay, Also wird halt die Maria und Dings spielen, ne? Und Neymar und Mbappé. ich weiß nicht. Also keine Ahnung, was Pochettino macht, bei dem weiß man nie. Er weiß doch selber nicht, was er macht. Genau. Also ich würde jetzt auf jeden Fall mal sagen, boah, es ist ein sehr schwieriges Spiel. Ich habe jetzt eigentlich fest damit im Glauben, also ich hatte, wo ich mich mit dem Spiel befasst hatte, schon vor einer Woche, habe ich erst gedacht, dass Messi halt spielt natürlich, nachdem er so ausgewechselt wurde, voller Zorn. Mit seinen 1,70 Meter Körpergröße. Also ich glaube, es wird ein 4 zu 1 für PSG. Für Man City. 1 zu 4, 4. 1. 1-4 Man City. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das ist easy, easy money eigentlich bei Tipico, alle ohne Scheiß. Also ich sag euch ehrlich, alle mindestens, ich glaube mindestens 2-0 für City. Ich könnte mir aber auch ein 3-1 vorstellen. Es wird ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Das, also was sagst du, 3-1? Ich sag 3-1, ja. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, es halt, wird wahrscheinlich so eine Quote sein, wie wo Bayern auswärts in Leipzig gespielt hat. Einmal eine Zweierquote bei Bayern, Digga. Das wird so oft nie. Nein, City wird noch höher sein wie Zweier. Die haben bestimmt Normal, zwei normal. Flugzeuge. Aber es ist eine Blocken. Quote, die so schnell nicht wiederkommt, alle. Ja, wird's So. auch heute voll überzeugt, City gegen Chelsea, Alter. Genau. Also in London. Vor allem. Wir müssen mal eingehen, Schlüsselpartie. Wenn City wirklich, wie alle hoffen, also wie alle eigentlich erwarten, PSG besiegen wird, dann hat PSG nur einen Punkt aus zwei Spielen, was natürlich sehr unter den Erwartungen ist. Also auch natürlich gegen den sehr starken 1 zu 1 gegen Club Brügge. Und danach müssen sie zweimal gegen Kunku ran, alle. Genau, dann müssen die gegen den aktuell wahrscheinlich besten Spieler der Bundesliga ran. Nach Thomas Müller natürlich. Nach Thomas Kunku. Müller, ja. Und nach Und Marius Bauer von Greuther Fürth. genau. Und an dem verletzten Jessica Gangam und John Torunariga. Das ist natürlich Den gibt's klar. für 1 Million. Also das sieht dann sehr schlecht. Also weil zweimal Leipzig, also ich könnte mir da einfache Gegner aussuchen. Also Leipzig ist schon eine harte Packung. Gegen die zu spielen zweimal hintereinander, Back-to-Back, schwierig. Vor allem, wenn sich Leipzig jetzt, die kommen so langsam eigentlich so ein bisschen in Fahrt, die schießen eigentlich immer gut Tore. Und PSG anscheinend, so wie man das jetzt beobachtet, das tut sich mit dem Tore-Schießen noch ein bisschen schwer die Saison. Aber ja, PSG, also könnte auch sein, dass wir sie in der Euroleague sehen noch die Saison. Könnte ich mir auch vorstellen, um ehrlich zu sein. Wäre doch geil. Dann wäre die Euroleague auf jeden Fall sehr attraktiv. Ich sag's, so ist das. Ich meine, was ich natürlich noch lieber wünschen würde, wäre, wenn der vierte Platz in die Conference League absteigen würde und wir dann so Union Berlin gegen PSG sehen würden. Aber was soll ich euch sagen? Ne? Wäre schon komisch, gell? Wäre schon komisch irgendwie. Aber ja. So, Kassen alle, wir müssen mal. Zwei schauen, Digga, aber Tipps haben wir abgegeben, ne? Nächstes Spiel, FC Porto, José Mourinho y Grande gegen Liverpool. In Porto. In Porto, ja. In unserer Ja, Digga. zukünftigen Wunschecke. Das ist easy, Digga, easy. Das wird ein geiles Spiel, Alter, vor allem anzugucken. Ich glaube auch. Ich sag 2-2. 2 zu 2. Guter Call, guter Call. Bei Liverpool ist jetzt jeder fit wieder, oder? Ja, sollte eigentlich soweit, ja. Denn Boah. schon mies Verletzungspech letztes Jahr, Ja, Alter. was heißt Miet, Digga? Bei dem war es ja richtig Katastrophe. War jeder halt am Arsch, Digga, jeder. Die mussten aber irgendwann mit U21 spielen, der Verteidigung spielen.
Ich glaube, das wird ein. Boah, ich glaube, Liverpool macht das. Ich glaube, das wird sogar. Boah. Ich glaube, es wird knapp, aber 1-2, sage ich. Der Tony Montana-Tipp ist es. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, Liverpool ist so ein bisschen jetzt so krass offensiv, wie sie vor 2, 3 Jahren waren, wird es jetzt nicht mehr, aber Ja, guck trotzdem mal, für. also noch kurzer Nachtrag alle zu City gegen Dings. Also safe ausfallen bei City tun Bernat, Kurzawa, Messi, Ramos und Verratti. Ist schon krass, Mann. Naja, da fehlt halt schon ein Stück bei PSG, ne? Das haben sich, glaube ich, die Anhänger ein bisschen anders vorgestellt. Ja, die Anhänger Beziehungsweise haben die nicht gedacht. Messi-Fanboys wie Wiska. Aber gut. Wiska ist doch von allem Fan, was Kicks bringt. Sogar seine Schwester allein in Dings den Bademoden zu präsentieren, hat er noch nicht zurückgeschreckt, der Bruder. Soll ich jetzt so sagen, Kasim? Die Wahrheit, Kasim, was willst du machen? So sind die Leute, die Erfolg haben. Ja, vielleicht sind wir einfach zu real, weißt du? Unsere Realness ist nicht gefaked, Leute. Denkt dran. Jetzt kämpfe ich So. gegen den Wiener Leiter Amenasok, dem alle. Ja, Mann, Leute, wir Im sind gerade sehr Stadion. abgelenkt. Darf man nicht vergessen. So, nächstes Spiel aller RB Leipzig Club. Also bis jetzt, ja, PSG, Man City ist das einzige Schlüsselspiel, so. Ich glaube sogar RB nicht. Leipzig, Club Brügge. Ja. 4-0, Digga. 4-0 Leipzig. 4-0, Digga. André Silva wird sie endlich mal treffen, Alter. Ich sage, oh, ich weiß nicht, schwer. Ich sag 2-0 Leipzig. Okay. Ist immer so schwer zu 0 zu tippen, tut man sich immer so schwer, weil man denkt so, boah, vielleicht ein Tor, ich geht schon irgendwie oder so. Ja. Aber, ja. So, das Denkt nächste halt ist. immer wie bei Tipico, dann ist direkt kaputt, wenn du einen Gegentor kassierst. Ja, Mann. So, Leute, das nächste ist. Boah, eigentlich ein interessantes Spiel. Atalanta gegen Young Boys Bern. Ist nice, ne? Das ist ein interessantes Spiel, Alter. Aber was man nicht vergisst, also was, ne? Young Boys Bern, die spielen jetzt nicht auf ihrem komischen Kunstrasen, sondern auf normalem Rasen. Darf man nicht vergessen, Haben Leute. Ein es wichtiges geändert, Detail. oder? Ja, die haben, nee, in der Dings, in der Schweiz ist es doch generell so. Da ist der Rasen doch wegen Wetterverhältnissen und so ein bisschen anders. Naja. Und die haben ein, sind eines der wenigen Teams, die komplett Kunstrasen haben. Manche haben 50-50 so eine Mischung, aber die haben komplett. Also das war die Ausrede halt von den ManU-Fans und so. Aber hat man auch gemerkt. Weil die ManU-Fans haben sich alle die ganze Zeit permanent aufs Maul gelegt. War ziemlich lustig anzuschauen. Läuft. Atalanta Young Boys, ich fange an, ich sage, das wird ein. Boah, ich sag ganz ehrlich, locker flockiges 3-0, wenn Atalanta spielt wie heute gegen Inter. Meinst du? Ja. Da mache ich gar keinen kurzen Protest. Ich glaube, es wird ein 1-1, Digga. Ich glaube, Junge. irgendwie Young Boys, die haben gute Kraft geschöpft aus dem Sieg gegen ManU. Und ich glaube, die werden da ein bisschen von zehren und werden schön die Sache regeln. 1-1, denke ich, holen sie. Kann man machen, Alter, kann man machen. So, Alter, nächstes Spiel, das absolute Top-Spiel des Spieltages. Zenit St. Petersburg gegen FF Malmö. Kasim, was würdest du sagen, Alter? Das ist ein schwieriges Ich sag, Spiel. Zenit gewinnt 1-0, es wird so ein richtig langweiliger Kick. Ja, ich sag, was sag ich? Ich sag ganz ehrlich, ich gehe noch langweiliger. Ich sag, es wird ein 0-0. Ja, Richtig könnte es nur. auch sein. Es ist eigentlich so prädestinierte 0-0-Spiel, Digga. Aber am Ende fallen da bestimmt voll viele Tore alle. Und da geben sich alle einen feuchten Händedruck, dann den Punkt nehmen wir mit. Sind Ciao, alle mit Leute, dann. zufrieden. Okay, nächstes Spiel, Wolfsburg-Sevilla in Wolfsburg. Wolfsburg-Sevilla in Wolfsburg. Ich sag 1-2 Sevilla. Ich sag auch, Sevilla gewinnt. Die sind die international abgezocktere Mannschaft mit mehr Erfahrung und haben die besseren Einzelspieler. Ich glaube, Wout Weghorst macht das nicht. Vielleicht ein Tor, aber mehr geht da nicht bei dem Bruder. Elfmeter, wenn dann. Ja. Weil so ein abgefälschter Thomas Müller Tor Aber auch noch die nie. müssen ja rein, haben wir gelernt heute, ne? Ja, Leute, was soll man sagen? Aber für, gut, wenn Stürmer schießen, vielleicht was anderes als Linksverteidiger hier. Meinst du? Soll ich dir sagen?
Und vielleicht auch Sachen, einfach in der 20. Minute, wo nicht so viel Druck ist, darf man dazu sagen. Kasim, was meinst du? Sevilla oder was? Ich sag, Sevilla gewinnt, ja. Haben mehr Erfahrung und Ding zwar. Ich sag, die gewinnen sogar. Boah, könnte sogar ein 3. Ja, doch 3-1, würde ich sagen. 1, 3, okay. I got you. So, danach haben wir. Was ist denn das? Bayern Dynamo Kiew. Ja, ich will da gar keinen kurzen Prozess machen. Ich glaube, das wird ein knackiges Ding zu Neubayern. 6-0 Mainz. Der in München, ne? Ist so wieder so ein Spiel, wo Thomas Müller so 5 Scorer-Punkte macht, Digga. Ja, Mann. So, wo man sich da wünschen würde, dass man Thomas Müller für 90 Millionen bei Kickbase geholt hat, für die Champions League. Aber. Warum gibt's kein Kickbase für die Champions League? Das wäre doch Bombe, Digga. Kickbase, falls ihr das Video seht, macht's für die Champions League. Damit würdet ihr nur Pluspunkte sammeln bei der Community. Da brauchen die bestimmt mies Lizenzen dann, ne? Ja, keine Ahnung, wir bräuchten halt mies auch so. Um bei den ganzen Spielen diese Live-Dinger tragen die ja mal ein, Digga. Das ist eine Menge Arbeit. Ja, das haben die ja von diesen Daten, denkst deswegen alle. Leute, macht euch alle Kickbase Premium, die haben es verdient, alles zu krass, Mann. Ja, Mann. Also, Kasim, was meinst Ja, 5-0, Digga. Was willst du da meinen? Da du? gibt es nicht viele Meinungen, Digga. Ja, Mann. So, okay. Nächstes Spiel. Das ist ein Spiel, worauf ich mich sehr freue, Freunde der Sonne. RB Salzburg LOSC Lille. Was meinst Sagt, es wird auch. Boah. Viele Tore. Sagt 3-3. 3 zu 3. In Ja. Salzburg ist, ne? Ja. Ich sage, das wird ein. Aber Leute, ich gehe verrückt, ich sag, es wird ein 5 zu 3 für Salzburg. Karim Adeyemi Dreierpack. Oh, und jetzt, Kasim, es ist ein. Das ist meiner Meinung nach einzige weitere Top-Spiel, Schlüsselspiel. Also, das Schlüsselspiel jetzt nicht unbedingt, aber Top-Spiel. FC Chelsea gegen Juventus. Mein Wappen sieht aus wie eine Kloschüssel Turin. Was meinst du, Kasim? Schwierig. Schwer, Digga, ist schwer, ist schwer. Sehr schwierig. Ich meine Ich drück. natürlich, einerseits, man muss so einen klaren Kopf haben, aber andererseits auch natürlich Ja, aber klares. auch so vom Spiel her ist es, glaube ich, auch schwierig, Mann, ohne Spaß. Die Ich glaube nicht, dass Spiele das so eine klare Kiste ist, wie wir denken, alle. Ich in glaube, Turin. Chelsea wird gewinnen. Ja, aber Ja. Chelsea wird gewinnen, Cousin. Ja, daran besteht kein Der Zweifel. Chelsea ist weiter wie Juve. Also auch jetzt, die haben zwar jetzt gegen Ding verloren und so, aber Juve ist halt noch lange die Saison schlecht reinkommen und so. Und bei Ding läuft es eigentlich schon gut. Der Tuchel wird auf die Niederlage von heute reagieren. Ja. Also ich glaube schon, dass Chelsea gewinnt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie so richtig abgezockt 2-0 gewinnen und dann im Konter nochmal den zweiten einschenken. So. Also 2-0. 0-2. Ich sage, das wird ein richtig dreckiges 1-0. So, das ist so ein Spiel, wo Timo Werner Tor macht. Timo Werner. Der grande Timo Werner. Leipziger Jung. Papi. Stuttgarter Jung. Stuttgarter Junge, ja. So, dann haben wir Benfica Barcelona. Leute, ich will da gar keinen Prozess draus machen. Das wird ein 3-1 Benfica. 3-1 Benfica. Ja. Unterschreibe ich auch, ja. Benfica ist saustark, so unterschätzt man voll, ne? Ja, und Barcelona ist auch schwach. Darf man auch nicht unterschätzen. Also überschätzen. Digga, wer mit Luke de Jong im Sturm spielt, Digga, 2021 hat Kontrolle über sein Leben komplett verloren. Ja. Ich meine, was willst du da? So. Da kannst du ja nichts mehr sagen, Alter, ist ja wirklich. Ja, Krise. So, und dann haben wir Das das letzte. ist wirklich eine Krise, Kasun. Ja, da muss man schon sehr verzweifelt sein, Leute. Vor allem sehr verzweifelt, wenn man für einen Trainer eine Ausstiegsklausel bezahlen soll, ne? Das ist sehr verzweifelt, der FC Barcelona. Ja, okay, aber du musst halt bedenken halt auch, ne? Die haben halt auch Ding, ne? Das ist jetzt schon schwierig für die, wenn die jetzt, ich meine, Digga, hast du die Kandidaten gesehen, die da vorgeschlagen waren? Sogar Conte war dabei, ich habe vor Conte trainiert, Barcelona, das wäre so lustig, Digga. Wäre dann so richtig schön. Das wäre dann so der richtige, die Mannschaft zum Hassen dann. Ja, aber der wird niemals dahin gehen mit der Mannschaft, der arbeitet doch nicht mit so einer Ding zusammen, das wird er niemals Ja, machen, Alter. der wird da gar kein, der sieht, also sogar Conte, der wird ja da gar kein
Potenzial in der Mannschaft. Ja, der ist von Inter weg, weil er gesagt hat, da ist kein Potenzial. Stell dir mal vor, jetzt bei denen ist der richtig einen Schritt zurückgemacht worden. Ne? Ja, boah, da muss er einfach so mit seinem komischen 3-5-2 muss er dann einfach eine Das wäre so lustig, Digga. Das wäre so Doppelspitze lustig. mit Braithwaite und Luke de Jong spielen. Wäre richtig geil, Digga. Und dann muss Luke de Jong den Lukaku machen. Ja, und dann immer den Ball abschirmen, so an der Mittellinie den Ball abschirmen und so. Ja, Mann. Das wäre richtig, wär eigentlich ein Bild für die Götter, Digga. Wär echt mal lustig so. Das wäre brutal, Kasim, Mann, Alter. Das wäre so lustig. Und stell dir mal vor, er konnte da in Spanien, Digga, Alter. So, das wäre so. Aber leider wird es nicht passieren, Alter. Wäre schon lustig, wie er so jede zweite Nacht am Camp Nou da richtig ausrastet, so, weißt Vor und allem sein da. Fußball passt halt so null, weißt Ja. du? So, Aber keine Ahnung. ich würde schon lustig sehen, so wie Gerard Piqué so ins Spiel eingebunden wird als aktiver Innenverteidiger. Oder die ganze Zeit, der wird dann so auf den Ball verlieren und so. Ja. Wäre schon ganz amüsant eigentlich. Aber Das wäre gut. lustig. Auf Aber jeden die halt, Fall. interessant halt, ja, wen die holen. Ja. So. Und letztes Spiel des Spieltags. Manchester United gegen Villarreal in Manchester. Schwieriges Spiel meiner Meinung nach auch. Ich meine, Herz schlägt natürlich ganz klar für Menu. Aber ist sehr schwierig, wirklich. Mein Menu natürlich auch auf ein bisschen Rachekurs natürlich, was Euroleague-Finale angeht. Ich meine, es interessiert eigentlich jemanden Euroleague, aber trotzdem. Ich sage, wenn ich mal so frech anfangen darf, ich glaube, boah, ganz schwer. Es kommt drauf an, wer halt alles spielt und so. Wenn der wieder Pogba auf den linken Flügel halt bringt, dann weiß man nie, so was passiert. Ich sag, das wird eine Wundertüte, das wird ein 3:2 für Menu. Ich sag, Villarreal gewinnt 2-1 und einfach nur aus dem Grund, weil die einfach eine eingespielte Mannschaft sind und bei Menu ist alles nur nichts Eingespieltes, deswegen. Also ich glaube, Villarreal macht es. Was ziemlich sexy ist dann nämlich, Digga, weißt du, weil dann hat Menu 2 Spiele 0 Punkte, ist richtig geil, es freut mich voll. Freut dich das? Aber mich würde Es mehr freut freuen, mich, wenn ja. Milan 0 Punkte hat. Ach was, es freut mich, Digga, weil jeder Menü so krass hypt alle und die einfach nicht verstehen, dass zu einer Mannschaft 11 Spieler gehören und nicht nur zwei und auch ein guter Trainer und so, deswegen, weißt Ja, das recht kann. Aber das ist natürlich wieder ein anderes Videothema, was wir natürlich jetzt genau nach diesem hier bearbeiten werden. Wer hätte es gedacht? Leute, was soll ich euch erzählen? Auf jeden Fall, das war so eine kleine Prediction auf jeden Fall. Die Ergebnisse, ich habe jetzt die Liste gar nicht mehr gezeigt am Ende, drauf geschissen. Das werden wir jetzt am nächsten Spieltag, werden wir das vergleichen dann auf jeden Fall mal. Und da mal Das schauen, ist wer auch dann näher lustig. dran war. Yes. Falls irgendein korrekter, aktiver Zuschauer da ist, der das Video komplett bis zum Ende schaut, ne, kann der auf jeden Fall mal sagen, was tippt ihr, wer ist mit seinen Tipps näher dran, wo denkt ihr, haben wir uns komplett vertan und wo denkt ihr, da stimmt ihr euch so und so 100%ig zu mit den Tipps. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, freuen wir uns natürlich sehr. Aber ja, auf jeden Fall, Leute, das war es erstmal vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kasen, hast du noch was zu sagen? Ja, ich habe Okay. nichts mehr zu sagen, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Auf jeden, Leute, wir hören uns und easy. Ciao, ciao.